Hallo ihr Lieben, wir haben schon einiges an Eisen mittlerweile und heute wollen wir uns eben die ersten Werkzeuge, bessere Rüstung machen und wollen dann einen kleinen Ausflug machen, um zu leveln. Als erstes schauen wir mal ins Wissen rein und schalten mal die Rüstungswerkbank frei. So, damit wir die erste Rüstung bekommen. Wir können jetzt hier, das sind halt die einfachen Rüstungen und die können wir jetzt schon alle, die kommen aus den verschiedenen DLCs. Aber im Grunde genommen, diese Rüstung ist natürlich auch immer gut, die einfache, die leichte. Der Rüstungsmacher kommt hier dazu. Steht nicht ganz gerade, das kann man später noch korrigieren. Und dann machen wir uns hier die ersten Werkzeuge aus Eisen. Und zwar Eisensichel. Die gibt es erst ab Eisen, also die können wir einmal herstellen. Axt, die Spitzhacke und ein paar Dolche hätte ich gerne. Wir nehmen mal die turanischen Dolche. Ja, dann sind wir doch schon mal ganz gut ausgestattet. Wir bräuchten auf jeden Fall mal die leichte Polsterung. Dafür brauchen wir Zwirn und Tierhaut. Das haben wir auch. Zwirn und Tierhaut habe ich hier. 5 Stück. Lassen wir mal durchlaufen. Und hier müsste schon Leder auch vorhanden sein. Ja, dann lass mal die ersten Rüstungsteile hier herstellen. Unsere erste Rüstung ist fertig. Dann zieh die mal an. Und das schalten wir hier aus. Oh, sehr schick. Das geht über eine Mod. Über die Fashionist-Mod geht das, dass man das eben ausschaltet. Und meine Frisur kommt vom Barbarian Barber Mod. Erste Ausrüstung haben wir. Die ersten Waffen und Eisenwerkzeuge haben wir. Das hier läuft alles weiter. Lass uns mal losziehen in den Norden. Wir sind ja hier, Oase von Neket. Und wir wollen jetzt gehen in diesen Bereich hier. Und zwar können wir hier gibt es einen Durchgang, der ist gut und einfach zu erreichen. Ich meine, klar, hier gibt es natürlich Gefahren, ja, also Tiere, die wir noch nicht unbedingt bewältigen können. Dann gibt es hier, in diesem Bereich gibt es die Ponys und hier wollen wir hin zum Leveln. Ja, wir haben hier schon so einige Gefahren auf unserem Weg. Da gibt es die, was ist das jetzt wieder? Panther? Leoparden? Also hier stand meine alte Base. Hier. War auch ein sehr schöner Platz. Diese runde Base, ja. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ich die gebaut habe, verlinke ich euch das mal unten. Sehr schön hier. Mir gefällt diese Savanne sehr gut. So, wir sind jetzt hier oben angekommen und ich denke, wir können hier durchgehen oder wir können da unten durchgehen. Ja, da, seht ihr dieses Runde da? Da könnten wir auch durchgehen. Das ist ein Durchgang in den Norden. Aber wir sind jetzt, glaube ich, hier etwas näher bei dem hier. Ja, aber da stehen Löwen. Okay. Ich habe mich gerade hierfür entschieden. Noch sind wir meiner Meinung nach ein bisschen zu schwach. Und so sehr ich auch gerne kämpfe mit den Relic-Huntern, I don't know. Wir laufen da durch. Mit Level 16 oder 17, was wir jetzt gerade sind, sind wir jetzt hier natürlich noch ein bisschen zu schwach. Ja, welcome to the North. Hier müssten wir jetzt die Ponys haben. Das ist eins da hinten. Das holen wir uns als erstes mal. Ach, da oben steht auch noch eins, habe ich gerade gesehen, da. Ich bin hier. Hier sind auch Wölfe, natürlich, ja. Also ein bisschen aufpassen. Hallo, mein Freund. So, und die sind sehr schwer, diese Fohlen. Flinkes Fohlen haben wir.
Die sind wirklich schwer. Also da ist man ruckzuck mal mit seiner Tragekapazität. Ihr seht es jetzt da oben, bin fast voll, ja. Ich könnte jetzt damit zurückrennen, aber da sind Wölfe da oben. Wir gehen noch ein Stück weiter. Da wollen wir hin. Da in die Mitte, das ist ungefährlich, wenn wir erstmal da sind. Der Hügel der Toten. Warum gehe ich hierher? Hier gibt es Pilze und auch den Kaminlotus. Und beides bringt gut XP, wenn ihr es erntet. Deswegen bin ich hier. Ich lege mal vorsichtshalber hier eine Matte hin, ja. You never know. Und ich werde mich jetzt damit beschäftigen, mit der Eisensichel diese Materialien hier zu ernten. Eine ganze Zeit. Und wenn ich hier Pilze ernte, sollte das relativ schnell gehen. Wir fangen mal hier mit dem Kaminlotus an. Und ihr seht schon, hier stehen auch diese Pilze. Und ganz nebenbei können wir hier ein Emote lernen. Nee, habe ich das jetzt gelernt? Jetzt habe ich es gelernt. Wir haben hier Spucken gelernt. Jawohl. Er hier in der Mitte, der tut euch nichts. Und der hat auch eine Geschichte zu erzählen. Aber das ist eine andere Story. Da gehen wir jetzt nicht hinterher. Aber ihr seht vielleicht schon oben links, wie der weiße Balken hochgeht, indem ich hier diese Pilze abernte. Eine Alternative wäre, schwarzes Eis zu ernten. Aber da muss ich euch sagen, ganz ehrlich, da hochzugehen, traue ich mich nicht. Also da hast du dann alle möglichen anderen Gefahren, noch die Trolle, die sind ja nicht ganz ohne. Das Eis per se natürlich, ganz klar, ja. Was weiß ich, Bären. Also bis ich da oben angekommen bin, bin ich wahrscheinlich schon x-mal gestorben. Das war jetzt das erste Level. Wie ihr seht, geht das relativ schnell. Also wir wollen hier, je nachdem wie lustig ich jetzt bin, mindestens Level 20 werden. Ich wollte noch mal einmal in diesem Kreis hier rumlaufen. Ihr könnt auch teilweise am Noob-River Pilze finden. Das ist eine andere Sorte Pilze übrigens, die ihr auch braucht. Oder die wir auch brauchen. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles. Jetzt gehen wir mal hier. Ach, hier haben wir angefangen, genau. Jetzt gehen wir hier mal auf Pilzsuche. Also solange ihr euch nicht hier in diese Gebäude und so wagt, seid ihr hier unten eigentlich sicher. Da haben wir wieder Pilze. Ich muss auch gleich hier nochmal im äußeren Bereich, also außerhalb dieses Wasser, Ufers hier, ein bisschen nach Pilzen suchen. So, meine Axt ist kaputt. Ich habe, weiß ich nicht, sicher mehr als 1000 Pilze geerntet, ganz sicher. Aber wir haben Level 21. Ich hatte gehofft, ich werde noch 22. Das hat nicht geklappt. Das heißt, ich habe hier mit Hilfe einer Axt und Pilzen und dem Kaminlotus in 30 Minuten 4 Level gemacht. Fast 5. Das ist doch nicht schlecht. Dunkel wird es auch, also ich sehe euch dann in der Base wieder. Oh, ich habe schon, glaube ich, alles vorbereitet, was wir für unseren Pferdestall brauchen. Wo haben wir das? Hier haben wir den Zwirn. So viel brauchen wir da nicht. Dann haben wir hier gebrannt, aus Stein gebrannte Ziegel. Das Holz brauchen wir noch. War auch hergestellt. Und dann sollte der eigentlich hier aufgebaut werden. Ja, das passt. Den findet ihr unter Gefährten, wenn ihr ihn freigeschaltet habt. Und wir gehen noch mal ein bisschen runter. Der ist so mächtig. Muss ja nicht so hoch sein. Der steht da über. Das wollen wir natürlich auch nicht. Gucken wir mal. Ja, ist okay. Passt schon, denke ich. So, jetzt packen wir da unser Pony rein. Und wir brauchen natürlich noch was zu essen für unser Pony.
Leider sieht man das da jetzt noch nicht. Wir hätten gerne irgendwas, was unser Pony essen mag. Gärmittel? Ich glaube, Gärmittel funktioniert. Schauen wir mal. Ja, Gärmittel funktioniert. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Effekt es hat, wenn wir dem Pferd Gärmittel geben. Wobei ich glaube, für die Aufzucht ist es sowieso egal, was wir ihm füttern. Nur später dann hat das Futter unterschiedliche Auswirkungen und gibt uns unterschiedliche Perks. Ja, wenn wir ein Pferd haben wollen, dann brauchen wir natürlich einen Sattel. Unter Werkstätten, Gefährten, die Werkbank des Sattlers. Ja. Ich glaube, die steht da sehr gut. Normalerweise kann man hier diesen leichten Schlachtrosssattel machen. Die anderen Sachen kommen aus irgendwelchen DLCs oder Käufen und so weiter. Und viele dieser Sachen haben wir auch noch gar nicht. Zum Beispiel Stahlbarren haben wir noch gar nicht. Was haben wir hier? Gehärtetes Leder haben wir noch nicht. Also das können wir sowieso alles noch nicht herstellen, aber den können wir herstellen. Zwirn, Leder und Eisenbarren. Jo, unser Pferd ist fertig. Unser Pferd ist fertig, ja. Dann komm da mal raus. Das kannst du mir auch geben. Und unser Sattel ist auch fertig. Ist er nicht hübsch? Er oder sie? Who knows? Wie nennen wir das Pferd denn? So, hier kommt der Sattel hin. Hier kriegen wir auch angezeigt, was wir bekommen, indem wir verschiedene Sachen füttern. Gut, wir haben jetzt hier aktuell nicht so viel. Wir haben Gärmittel. Stärke und Beweglichkeit hört sich aber für mich eh gut an. Das können wir eben erstmal reinpacken. Das kann das Pferd essen. Habt ihr eine Idee für einen Namen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir machen uns mal auf den Weg nach Sepameru und organisieren hier so ein bisschen Deko und so. Mal gucken, was wir da finden. Ist der hinter mir her? Nicht mehr. Okay. Da vorne haben wir schon Sepameru. So, auf welche Distanz bist du eingestellt? Zeig mal. Distanz 5 Meter. Ja, ich mach's mal auf 20 Meter. Und wir fangen mal an, einfach hier hoch zu gehen. Und gucken mal auf die Dächer, ob wir irgendwelche Kisten finden. Hier haben wir mal die erste Kiste und ihr seht also das, was ich meinte. Ja, ich werde jetzt nicht euch jede Kiste hier zeigen, weil im Grunde genommen geht es darum, da oben ist eine Kiste, da ist eine Kiste, einfach hier hoch zu klettern und zu gucken, wo sind diese Kisten und was kriegen wir an Schätzen daraus. Ja, das Verkater zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht mitnehmen, aber so ein Trinkhorn. Also mir geht es ja jetzt primär auch um Deko oder um Goldmünzen, ne? Oder gehärteter Ziegel können wir selber noch nicht herstellen, können wir aber hier schon mitnehmen. Ist also auch nicht schlecht. Oh, wir haben schon einiges hier bekommen. Okay, Augen von Zed, ausgestopfte Sandechse. Wir haben einiges an Getränken hier bekommen, die ja immer dann irgendwelche Spezialeffekte haben. Oder wir machen einfach eine Party. Dann haben wir einige Teppiche bekommen, verschiedenster Art hier. Wir haben Gemälde bekommen. Ich habe jetzt nicht wirklich alles mitgenommen. Schellenfackel, verschiedene Waffen, perfektioniertes Stahlgroßschwert, zweihändige Stahlgroßaxt. Sind leider beide Stärkewaffen. Verbesserungskit, Reparaturkit haben wir bekommen und eben andere Dekoartikel auch. Ich bin der Meinung, früher war das mehr. Wir haben gute Nahrung bekommen. Aber gut, das ist schon mal nicht schlecht für so eine erste Ausbeute. Damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Wandteppiche hier, so Kohlepfannen, die ein bisschen schönes Licht machen. Okay, zwei Zelte. Ja. Das ist in Ordnung. Da kann man ja, das ist ja bei uns um die Ecke, da kann man ja auch immer wieder hingehen, wenn man was haben will. Sorry für die Nebengeräusche in den letzten ein, zwei Minuten. Irgendwo hat hier jemand gebohrt. Ja, und ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.